Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Hauthaare geht es um Abschnitt um die Gürtelrose und es gibt als letztes einen gelben Kasten. Was bringt die Impfung gegen Herpes Zoster? Herpes Zoster ist der Herpesvirus, der die Gürtelrose verursacht. Was bringt die Impfung gegen Herpes Zoster? Die Pharmaindustrie hat einen Impfstoff gegen Gürtelrose, auch Herpes Zoster genannt, entwickelt. In Deutschland ist er seit 2013 für Menschen ab 50 Jahren verfügbar. Inzwischen wurde sein Nutzen in vielen Studien untersucht. Ein Expertenkreis aus Medizinern und Pharmazeuten hat die Literatur für die Stiftung Warentest ausgewertet. Fazit: Eine Impfung für alle Menschen über 50 Jahren ist wenig sinnvoll. Am ehesten lohnt sie sich für 60- bis 69-Jährige. Die gute Nachricht: Die von den Experten einbezogenen Studien belegen, dass der Impfstoff wirkt. Er kann bei 50- bis 59-Jährigen gut 2/3 der Erkrankungen verhindern. Er kann bei 50- bis 59-Jährigen gut 2/3 der Erkrankungen verhindern. Bei den 60- bis 69-Jährigen liegt dieser Wert geringfügig niedriger. Das Risiko für schwere Verläufe sinkt insgesamt leicht. Die schlechte Nachricht: Bei noch älteren Patienten nimmt die Immunantwort auf die Impfung immer weiter ab. Sie bilden also weniger Antikörper. Das ist ernüchternd. Zum einen, weil Gürtelrose im hohen Alter öfter und häufig mit mehr Komplikationen auftritt. Zum anderen, weil eine frühe Impfung etwa gleich nach dem 50. Geburtstag keinen sicheren Langzeitschutz bietet. So. Also, zu früh impfen bringt nichts, zu spät auch nicht. So. Nächster Abschnitt. Am sinnvollsten erscheint die Impfung für 60- bis 69-Jährige. Sie haben ein höheres Erkrankungsrisiko als 50-Jährige. Aber die Impfung verhindert noch 2/3 der Erkrankungen. Empfehlenswert ist die Injektion vor allem vor medizinischen Maßnahmen, die das Immunsystem herunterfahren und so die Gefahr einer Gürtelrose erhöhen, wie Chemotherapie oder Cortisonbehandlung. Haben diese Therapien begonnen, ist es erstmal zu spät. Der Lebendimpfstoff ist für Menschen mit deutlicher Immunschwäche nicht zugelassen. Schwere Nebenwirkungen treten nur vereinzelt auf. Öfter rötet sich die Einstichstelle, juckt oder schwillt an. Wer die Impfung möchte, trägt die Kosten von ca. 170 Euro derzeit zumeist selbst. Also, man kann es machen, wenn man es macht, zwischen 60 und 69. Und die Impfung verhindert dann fast 2/3 der Erkrankungen, laut der Literatur, die hier gesichtet worden ist. Das ist ein relativ kurzes Zeitfenster, in dem das empfohlen wird, wenn man es überhaupt machen möchte. So. Im Text vorher hat man sich auch, glaube ich, zu dem Erkrankungsrisiko geäußert. Das sind 11 von 1000 Personen und mit Impfung 4 von 1000 Personen. Ja. Das sind mehr als 2/3. Das ist gerade widersprüchlich. Ich glaube, ich würde lieber ab und zu mal draußen spazieren gehen und mir den Popo nach dem Toilettengang abduschen. Das bringt, glaube ich, mehr als so eine Impfung. So, es geht weiter mit Haarausfall.
ein brisantes Thema auch für mich. So.